Hier nochmal einmal ein typisches Bild. Ich habe ja, das ist ja von heute, also die heutige Nacht, und das war gestern die Range, und die Range war 90,85, und es ist fast wie schon ja, wie soll man sagen, ja, das Amen in der Kirche, dass wenn am nächsten Tag des Optionsverfalls der Preis unterhalb dieser Range tendiert, er in dieser Range einfach wieder zurückgeht. Ja, und das hat er auch hiermit getan. Da wir aber einen Abwärtstrend haben, ist natürlich die Gefahr, dass wir hier wieder weitergehen, groß, muss aber nicht sein. Aber die Tendenz, also Trading-Idee, ist, wenn ihr, ja, beobachtet, die Range definiert, das ist bei Öl, Gold, Silber vielleicht, muss ich gucken, Silber beobachte ich nicht so. Ihr könnt ja mal euch das als zu Gemüte führen, einfach mal testen. Bei Aktien so funktioniert es natürlich nicht, weil bei Optionsverfall immer 22 Uhr ist, danach sind die Aktien nicht handelbar oder über Nacht. Da haben wir eine andere Methode, würde man haben. Nochmal diesen Pin. Diese Max Payne, aber die werden wir ein bisschen anders definieren, ein bisschen exakter. Ja, das können wir alles dann machen. Aber das ist eine tolle Sache. Wie gesagt, Gold Range war die Settlement Range 90 bis 85, und da sind wir wieder reingekommen. Das ist wie das Amen in der Kirche.